Warum dienen Elfen wie Dobby und Creature der Zaubererwelt, wenn sie doch so mächtig sind? Das und mehr besprechen wir jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir darüber diskutieren, warum Elfen eigentlich Hauselfen sind, obwohl sie ziemlich mächtige magische Fähigkeiten besitzen. Wie ihr euch vielleicht erinnert, werden Elfen und das Konzept der Hauselfen in die Kammer des Schreckens eingeführt, als Harry Dobby kennenlernt. Dobby war der Hauself der Familie von Draco Malfoy und des Hauses Malfoy. Durch diese Einführung erfahren wir, dass die Oberschicht der Zaubererwelt alle Hauselfen zu besitzen scheint. Elfen, die auf magische Weise verpflichtet sind, ihren Herren zu dienen und unentgeltlich für wohlhabende Zaubererfamilien in Diensten stehen. Ihre Aufgaben reichen von Putzen über Kochen bis hin zu Besorgungen machen, alles ohne Frage. Die einzige Möglichkeit, sich aus ihrer magischen Versklavung zu befreien, besteht darin, dass ihr Herr ihnen ein Kleidungsstück schenkt. Das klingt natürlich ziemlich erbärmlich. Und so war es auch nicht wirklich überraschend, als wir erfuhren, dass Dobby sich danach sehnt, aus seiner Knechtschaft bei den grausamen Malfoys befreit zu werden. Diese misshandelten ihn und unterschätzten seine Fähigkeiten und seine Intelligenz. Das führt natürlich unweigerlich dazu, dass Harry Potter Dobby hilft, seine Freiheit zu erlangen, indem er Lucius Malfoy dazu bringt, dem Elfen eine alte Socke zuzuwerfen. Doch obwohl Dobby der erste Hauself ist, den wir kennenlernen, erfahren wir, dass er im Vergleich zu den meisten anderen Elfen, die wir im Laufe der Serie kennenlernen, eine ziemliche Anomalie ist. Wir lernen Dobbys Freund Winky kennen und auch Creature, den miserablen Hauselfen der Familie Black. Dieser wurde nach Sirius Blacks Tod unweigerlich an Harry Potter überlassen. Durch diese und andere Elfen, die wir im Laufe von Harry Potter kennenlernen, werden wir zu der Überzeugung geführt, dass die meisten Hauselfen ihre Versklavung tatsächlich genießen. Tatsächlich verfällt Winky, nachdem er von seiner Familie aus dem Dienst entlassen wurde, in eine schwere Depression. Außerdem bestraft sich jeder Elf selbst körperlich, wenn er seinen Meister in irgendeiner Weise verriet bzw. enttäuschte. Im Feuerkelch, zumindest in der Buchfassung, lernen wir auch viele Elfen kennen, die alle in Hogwarts angestellt sind. Es stimmt zwar, dass einige dieser Elfen schließlich für ihre Arbeit in der Schule bezahlt werden, aber viele von ihnen waren auch nicht bereit, eine Bezahlung für ihre Dienste anzunehmen. Viele sind auch sehr beleidigt, als Hermine versucht, sie durch ihre Organisation SPEW aus ihren Positionen zu befreien, das heißt nur zu ihrem eigenen Wohl. Nun könnte man wohl argumentieren, dass die Selbstbestrafung und die Ablehnung Teil der Magie ist, die dafür sorgt, dass ein Hauself jedem Befehl seines Meisters gehorcht und keine Gegenleistung verlangt. Zum Beispiel Creature, der eine extreme Abneigung gegen muggelstämmige Hexen und Zauberer hat. Denn nachdem er Harry und seine Freunde beleidigt hat, bestrafte er sich selbst, denn Harry ist sein Meister zu dieser Zeit. Aber wir können zum Beispiel auch sehen, wie Dobby sich selbst dafür bestraft, dass er schlecht über die Malfoys gesprochen hat, nachdem er aus der Knechtschaft zu dieser Familie befreit wurde. Und das deutet darauf hin, dass es eher ein starkes biologisches Merkmal extremer Loyalität ist, als ein Merkmal der Zauberei, die sie zu diesem Verhalten zwingt. Apropos Zauberei, du fragst dich vielleicht, was genau an der elfischen Zauberei so besonders ist, das Hauselfen so furchterregend macht, wie viele Theorien behaupten. Nun zunächst einmal unterscheidet sich die Elfenmagie deutlich von der Zauberei der Zauberer. Um ihre Zauberei anzuwenden, brauchen Elfen keinerlei Zauberstäbe und keine Beschwörungsformeln. Sie scheinen einfach die Fähigkeiten zu haben, ihre Magie nach Belieben zu wirken, und sie ist oft fortgeschrittener als die der Zauberer, was Harry selbst an einer Stelle feststellt. Zum Beispiel können sie ihre Magie an Orten einsetzen, an denen Hexen und Zauberer dies nicht können. Sie können von Ort zu Ort apparieren, auch in Gebiete, die durch starke Magie befestigt sind. Hauselfen sind auch geschickte Kämpfer, was ihre Rolle in der Schlacht von Hogwarts beweist. Im Laufe der Saga sehen wir, wie Hauselfen mehrere Zaubersprüche anwenden, die Hexen und Zauberer in die Flucht schlagen. Aber im Großen und Ganzen schien die Magie der Elfen und ihre Fähigkeiten viele Kräfte der normalen Zauberer zu übertreffen. Bevor die Elfen als Hauselfen versklavt wurden, fühlte sich die Zaubererwelt vielleicht sogar bedroht durch die magischen Fähigkeiten dieser Spezies. Das ist ein ziemlich guter Grund für den Versuch, die Macht der Elfen zu unterdrücken und sie vielleicht zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen. Aber wie dem auch sei, all dies gibt uns einen guten Einblick, warum die Veranlagung der Elfen ideal für die Knechtschaft zu sein scheint und warum Hexen und Zauberer diese Spezies versklavt haben könnten. Aber es erklärt nicht, wie die Zauberer es geschafft haben, die Herren dieser mächtigen Spezies zu werden und zu bleiben.
Es gibt aber rein zufällig ein paar Theorien, die ich dazu gefunden habe. Die erste Theorie, die ich von Fans gehört habe, ist eine, von der ich selbst nicht so überzeugt bin. Einige Leute haben vorgeschlagen, dass Elfen eine Schöpfung der Zauberer sind, die mit Magie erschaffen wurden, mit dem ausdrücklichen Zweck, der magischen Oberschicht zu dienen. Ich bin aber ziemlich schnell dabei, diese Theorie aus ein paar einfachen Gründen zu verwerfen. Erstens kommen Elfen in allen Arten von magischen Überlieferungen vor. Wenn J.K. Rowling wirklich ein magisches, von Zauberern geschaffenes Wesen für die Zaubererwelt erschaffen wollte, glaube ich nicht, dass sie eine Spezies gewählt hätte, die in anderen Werken der Fantasie bekannt ist. Der zweite Grund ist, dass wenn Elfen von Zauberern erschaffen wurden, ich nicht glaube, dass sie eine Spezies mit einer solchen Persönlichkeit erschaffen hätten. Wie kann es sein, dass ein Elf wie Dobby nach Freiheit strebt oder einer wie Creature so unglücklich sein kann? Kommen wir nun zur nächsten Theorie. Diese Theorie berücksichtigt genetische Merkmale, Evolution und natürliche Auslese, obwohl ich in diesem Fall nicht so ganz glaube, dass die natürliche Auslese so natürlich ist. Stell dir vor, dass Zauberer die größere und vermutlich stärkere der beiden Arten vor Jahrhunderten waren. Die Zauberer waren die bedrohlicheren magischen Kreaturen und wollten die Elfen schützen. Zunächst könnte es sich um eine eher informelle Vereinbarung gehandelt haben, bei der die Zauberer den Elfen Schutz anboten und die Elfen im Gegenzug im Haushalt mithalfen. Vielleicht begann es ganz harmlos mit der Zubereitung von ein oder zwei Mahlzeiten oder der Besorgung von Dingen. Aber mit der Zeit wurden die Elfen, die den Hexen und Zauberern bessere Dienste leisteten, besser behandelt. Die unabhängigeren Elfen wurden vielleicht ausgestoßen und möglicherweise getötet ohne den Schutz der Zauberer. Oder sie hatten einfach keine Chance zu überleben. Daher ist es möglich, dass die Zauberer die Evolution der Elfen weiter manipulierten, indem sie die gehorsamsten und fügsamsten Elfen untereinander züchteten. Schließlich scheint es in den Zaubererhaushalten immer nur einen Elfen zu geben. Das führt zu der Frage der Fortpflanzung. Wie kann sich diese Spezies fortpflanzen? Das heißt, es sei denn, ihre Meister organisieren Gelegenheiten, um nachfolgende Linien von Hauselfen zu erschaffen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie die Hauselfen sonst ihre Blutlinie fortgesetzt haben. Diese Theorie würde auch erklären, warum die Hauselfen trotz ihrer mächtigen Magie versklavt blieben, weil sie dazu gezüchtet wurden, ihre Knechtschaft zu genießen. Eine Schwachstelle dieser Theorie ist jedoch, dass ein Hauself wie Dobby, der nicht gerne versklavt wurde, sich nicht einfach befreien konnte. Aber warum? Ich meine, er war definitiv mächtig genug. Ich nehme an, man könnte argumentieren, dass es gegen seine genetische Veranlagung wäre, seinen Herren zu stürzen. Genauso wie es in der Natur lag, seinen Kopf gegen die Wand zu schlagen, nachdem er die Malfoys beleidigt hatte, obwohl er ihnen nicht mehr diente. Eine weitere Theorie, auf die ich eingehen möchte, basiert auf der Tatsache, dass ich nicht glaube, dass wir die ganze Geschichte der Elfen in der Zaubererwelt kennen. Vielleicht gibt es neben den Hauselfen, die gerne der Zaubererwelt dienen, auch freie Elfen, die in der Wildnis leben und ihr Leben genießen. Immerhin sind sie eine unglaublich mächtige Spezies. Es ist also möglich, dass sie einfach frei leben, unbeeinflusst von der magischen und der Muggelgesellschaft. Und das bringt uns wieder auf die Idee, dass wenn Hexen und Zauberer den Elfen vor Jahrhunderten von Jahren Schutz boten, dann waren es vielleicht nur die sanftmütigsten und ängstlichsten Elfen, die sich auf der Suche nach einer sicheren Existenz an die Zauberer wandten. Und während diese Gruppe von Elfen sich innerhalb der Grenzen ihrer Knechtschaft entwickelte, entwickelten sich wilde Elfen vielleicht ganz anders. Und das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ihr habt dieses Video genossen und konntet etwas Neues lernen. Was haltet ihr von den Theorien? Glaubt ihr an eine oder habt ihr eine eigene? Schreibt mir eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.